durch Kelumsis Tanz hat sich jetzt ein super neues Areal eröffnet, welches wir jetzt besuchen werden. Hoffe ich doch zumindest, dass wir das werden. Oh man. Ach ja, und unser erstes gehört Banane. Jo, davon wird es viele geben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich sammeln werde. Vielleicht werde ich nur so viel wie nötig, vielleicht werde ich alle. Das werden wir dann sehen. Hey, was ist denn das? Hier drüben, du dummer Affe. Ich bin der mächtige Belocker. Und denk nicht, dass du hier durchkommst, ohne mir ein paar von deinen dummen goldenen Bananen zu zeigen. Wenn ich diesen dummen alten fitten Gruel nicht gehorche, bringt er mir eine große Sägemühle. Bla bla bla. Ey, Alten, was soll der Scheiß? Da hat mich gerade so ein Ding verletzt. Alten, was soll der Dreck? Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja wie bei Superman 64. Katzchen und trotzdem werde ich verprügelt. Wie scheiße ist das, hm? Wie scheiße. So, und hier drüben haben wir... Don't be afraid. Also hab keine Angst, junger einer. Es bin nur ich, Winklycom. Mein Körper mag da hinübergewichen sein seit Donkey Kong Country 3, aber ich bin hier als Geist, um euch zu helfen, diese lästigen Krokodile zu helfen. Ich kann meine super natürlichen Kräfte benutzen, um euch den Aufenthaltsort eurer Freunde... Nee, dir und deine Freunde zu sagen, wo ihr Aufenthaltsort von irgendwelchen Bananen ist. So. Deswegen, ja, also sie gibt uns Tipps. Brauchen wir aber nicht. Wir sind so almighty. Scheiß Ding. Dass wir so etwas nicht nötig haben. Los, komm, ich habe nicht den ganzen Tag über Zeit. Schau mir die Bananen, zeig mir die Bananen. Ich bin hier verschwunden. Ja, los, verpiss dich, ich will durch. Auf in die erste Welt. Die heißt... Doch nicht, die heißt... Let's see how that fool Donkey Kong is processing. Shall we? Mal sehen, wie weit Donkey Kong schon ist. So. Kling, Banane. Yay! Oh, er kommt nicht ran. Das ist richtig, mein kleiner Freund. Der Affe hat bis jetzt nicht mehr seine erste Banane. Was? Wie hat er das getan? Klar. Genau so, wie du es gesehen hast. Sehr gut, Donkey. Aber du wirst mehr als bloße Gewalt brauchen, um mich diesmal aufzuhalten. So. Erstes Level. Jungle James. Jop. Ach, du schon wieder. Donkey Kong, sammle so viele Bananen, wie du kannst, bevor du durch eines dieser Portale gehst. Ja, okay, ich kenn's. Das sind die Boss-Portale. Sammle 75 oder mehr Bananen und du wirst eine Bananenmedaille bekommen. Oh, wir werden gleich mal hier hochgehen, denn hier oben gibt's Lianen-Action. Go Donkey, Go Donkey, Go Donkey. Es ist praktisch, dass sie sich automatisch ausrichtet. Das erspart mir jede Menge Zeit und Ärger und öffnet uns diese Tür. Also ich mochte dieses Spiel früher auch, obwohl ich es ziemlich schwer fand. So als Gnome. Denn manche dieser Bosse oder auch die Level und Aufgaben, die sind schon nicht ohne. Da muss man schon einiges drauf haben. Was heißt einiges drauf haben? Vielleicht war ich einfach nur zu doof dazu. Ich meine, ich war... Wie alt war ich denn? 9? Oder 8? Oder irgendwie sowas in der Art. Ah, was haben wir denn da oben? Hey, Donkey Kong, Hilfe! Ja. Ich mach doch den Soundtrack hier. Squawk! Cool! Hunter haben 25 goldene Bananen in diesem Gebiet versteckt. Aber du wirst nur in der Lage sein, 5 von ihnen zu finden, ohne die Hilfe der anderen Kongs. Okay, es gibt in jedem Level 25 Bananen,
5 Bananen für jeden Kong. Und bis jetzt haben wir nur Donkey Kong. Und wir machen uns hier mal ein bisschen erkunden auf Palmen klettern, was jetzt gerade relativ gut geht, muss ich sagen. Als ich hier gestern das aufgenommen hatte, da war... Ja, diese Palme war ja irgendwie extrem verbuggt. Immer wenn ich da drauf klettern wollte, ist das Spiel hängen geblieben. Das war nervig. Ich meine, es ließ sich zwar beheben, indem ich einmal kurz Pause gedrückt... Ah, da unten ist ein Ballon, mit dem wir bis jetzt noch nichts anfangen können. Cool, hier oben ist ein Pet, mit dem wir auch noch nichts anfangen können. Du musst zum alten Cranky gehen und mit ihm sprechen, bevor du dieses Pet benutzen kannst. Ich werde dir zeigen, wo du ihn finden kannst. Bla, hör auf damit, ich weiß, wo er ist. Er ist da ganz hinten. Hör auf, dämliches Ding, lass mich in Ruhe. Na, warum müssen wir so viel helfen? Ich will ihre Hilfe doch gar nicht. Das nervt mich. Das nervt. Ja, da. Da hinten, wo es regnet. Und böses. Böse. Banana Port Dings. Okay, hier hinten war nichts. Dann gehen wir mal darüber, bevor wir uns auf eine höher gelegene Ebene begeben. Da unten haben wir Melonen, aber ich glaube, wir haben volle Melonenanzahl, also 20. Ich meine Orangen, dass mächtige Melonen sind. Unwichtig. Nichts gekonnt. Danke, Donkey Kong. Danke. Es gibt in jedem Level auch 100 kleine Bananen für jeden. Falls es jemand noch nicht weiß, ich meine, wer dieses Spiel nicht kennt, den kann man eigentlich fast auslachen. Weil wer kennt dieses Spiel nicht? Jeder kennt dieses Spiel. Es ist ein extrem geniales Spiel, obwohl... Naja, es ist halt ein Nintendo 64 Spiel. Aber für ein Nintendo 64 Spiel ist es ziemlich genial. Es gibt jede Menge Zeug, was man sammeln kann. Es gibt... Ja, halt... Diese normalen Bananen, dann gibt es die goldenen Bananen, dann gibt es ja noch anderes Zeug, was ich ja jetzt nicht erklärt habe. Zum Beispiel Kampfkronen. Drücke Z, um dich selbst zu Kurz Kampfarena zu teleportieren. Schlage seine Schläger und gewinne eine Krone. Ich weiß zwar nicht mehr, was man mit denen macht, aber auf jeden Fall war das ziemlich cool. Biber. Man muss ja eigentlich nur die Zeit überleben. Und in der Zeit respawnen halt immer wieder Gegner. Ui, wenn man das schafft, dann gewinnt man halt. Ui, bam, in the face, Alter. Well played. Jetzt bekomme ich diese Kampfkrone, mit der ich nicht mehr weiß, was man damit macht. Aber ich glaube, es war nichts Wichtiges. Dann gibt es noch diese Bananenmedaillen, von denen ja der kleine Vogel schon erzählt hatte. Hier haben wir jetzt Funky's Armory. Dieser Fashion. Funky Store, dieser Flash Kong wird uns mit Waffen und Zeug versorgen. Hey, it's been a long time. Donkey Dude, Kirill's return is a real bummer, so the main donkeys, nee, monkeys here to fix you up with some reptile kicking hardware. Check it out, I've got this. Nee, okay, er gibt uns halt Waffen erlaubt. Scheiße. Für 3 Zeug nehmen wir den Coconut Shooter. Funktioniert. Ja. Z und C links, glaube ich, oder? Ja. Und mit dieser neuen Superwaffe werden wir jetzt einfach alles derbst wegfisten. Na, lass mich dahin gucken, doofes Ding. Oh, machen wir uns daran, die Kong zu befreien. Ja, ich liebe es. Bananen. Und das ist unsere erste Banane in diesem Level. Yeah. Ach,
Das kommt irgendwie etwas spät. You might need Funky's help to get me out of here. Ja, natürlich. Jetzt erscheinen mir drei Schalter, die, wenn wir sie betätigen, dieses Tor und auch alle anderen Tore hier in dieser Welt öffnen. Und hier oben gibt es auch noch mal Bananen, glaube ich. Und die ist halt unser, der erste unserer Kumpanen. Was ich aber nicht verstehe ist, ne, es gibt ja noch diese anderen drei Kongs, aber das sind solche unbekannten Louis-Kongs, von denen die nur in diesem Spiel auftauchen und dann nie wieder. Das ist, die wurden extra für dieses Spiel entworfen und ja, ich meine, man hätte doch auch irgendwelche anderen Kongs nehmen können. Ist ja nicht so, als ob Donkey Kong hier alleine wäre. Das hier ist Snides Hauptquartier. Dem werden wir uns später zuwenden. Nicht jetzt. Weil jetzt werde ich erstmal... Ich werde hier jetzt runterspringen. Und, ja, ganz genau so. So machen Affen, wenn sie irgendwo runterfallen. Hit. Getroffen. Fast tot. Ich meine nicht fast tot. Das Ding ist sowieso tot. Nicht in die Kanone. Die zweite war hier und das dritte ist da hinten. Ist ja von hier aus aber nicht erreichen können, glaube ich. What? Können wir das treffen? Ich weiß, dass es da oben drüber ist. Nee, geht nicht. Es muss, wir müssen es sehen, um es zu treffen. Nur, toll, Donkey. Toll. Das war genau das, was ich wollte. Ja. Aber jetzt mit dieser Waffe können wir, wie ich schon gezeigt habe, diesen Ballon machen. 10 Bananen ist der wert. Wenn ich treffe. Atten. Jetzt haben wir schon 61 Bananen. Von den insgesamt 100, die es hier für Donkey gibt. Und Diddy Kong ist befreit. Yippie! Way to go, Donkey. Jetzt, da ich frei bin, kann ich dir helfen, indem ich rote Bananen sammle. Ich werde jetzt einfach da in diesem Tag Barrel warten, bis du mich brauchst. Nice, Diddy. Ne, das war doof, da wollte ich nicht hin. Ich mag dieses Banana-Port-Ding. Das hat was. Das ist wie Portal. Wie Portals. Nur halt ohne nervige GLaDOS Relay-Zeug-Dingens. Ihr wisst Bescheid. Mist, euch mache ich alle kaputt. Sind hier auch rote Bananen überall. Das sind die, die wir mit D einsammeln können. Das ist doch relativ interessant, dass die erst auftauchen, wenn man... Ach ja, zweite Bananen Donkey Kong. Cool. Yeah. Und jetzt öffnen sich auch die ganzen anderen Teile. Jetzt können wir das restliche Level erkunden, beziehungsweise einen Teil des restlichen Levels. Und ich glaube, wir gehen zuerst dahinter. Da wird es zwar nicht mehr viel geben für uns, aber... Oh, verdammt. Na, ja, so. Gehen wir hier hinter. Hier gibt es noch ein bisschen was für uns. Ich glaube, hier gibt es noch eine Banane, eine neue Fähigkeit. Und das weitere Zeug. Da sehen wir so einen roten Crusher. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh, warum ist der rot, dann ratet einfach. Oder ich werde es sowieso sagen. Denn bald werden wir auch noch auf den orangenen Crusher. Guck mal, da habe ich einen blauen. Ich muss fest auf den orangen. Es gibt noch einen grünen, einen roten, einen lila und halt den gelben. Lass dich treffen, dämliches Ding. Ah,
Boah, da. Stirb. Dämliches Ding. Stirb. Riesenbiber. Boah, sterbt alle. Sterbt. Ich bin noch gekommen. Ich brauche noch keine Ahnung. Ich würde nur hier hochziehen. Ja. Schalter betätigen, denn wir werden uns doch nicht unsere tolle Potion abholen. Wir werden uns jetzt erst... Wow. Hier wollte gerade einer. Zerstört. Ja, hier mit beschäftigen. Denn hier gibt es erstmal Münzen. Münzen sind gut. Zumindest jetzt noch. Später braucht man sie eigentlich für nichts mehr. So, und dann hiermit. Jetzt werden wir zum Rhinoceros. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das ist auch fett. To return to being Donkey Kong Preset. Dann Dingenskirchen. Ja, natürlich. So, mit dem sind wir unbesiegbar, allmächtig. Und haben diesen coolen Armangriff, mit dem wir jetzt hier erstmal diese ganzen Hütchen kaputt machen. Für die restlichen Kongs. Und dann da vorne war noch eine Tür, in die wir reinkommen, glaube ich, ja, als kriegen wir sowas Dings. Yep. Gibt's hier irgendwas? Nein, ach, dann. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, als Rhinoceros kann man immer nur ein bestimmtes Weilchen ja, rumlaufen. Also nicht ein bestimmtes Weilchen, sondern nur in einem bestimmten Gebiet, weil man sich sonst wieder zurückverwandelt in Donkey Kong. Alte Affenfresser. So, jetzt gehen wir rein und holen uns unseren Trank ab. Ja, wir wissen es. I've perfected another of my potions. Ich habe einen anderen Trank perfektioniert. Donkey. Und es ist deiner für nur 3 Münzen. Du wirst nicht viel weiter kommen ohne ihn. Also würde ich dir raten, mich auszuzahlen. Ja, mein Zuhälter. Baboon Blast. Beryllium Perillus. Das ist das, wofür wir dieses Donkey Pad brauchen. Und kümmern wir uns. You can now play the Barrel Blast Courses. Also jetzt können wir diese Kurse mit dem Fassschießdingens machen. Und ja, fettes Zeug. Werdet ihr gleich sehen. Ja, ja, wir können keine anderen Trank haben. Wir sollen im nächsten Level wiederkommen. Und dann nehmen wir auch gleich noch die goldene Banane hier mit. Das heißt, die hier jetzt ist. Bam. Ja, da wird's angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das getimt war. Also als ich das beim letzten aufgenommen habe, da war irgendwie kein Zeitlimit. Ich weiß nicht, normalerweise gab es da eins, wenn ich mich recht erinnere. Ich nehme gleich den Bananenbrot. Und dann hat sich das auch fast erledigt. Dann haben wir... Springen. Affa. So. 3 Bananen hier schon mit Donkey Kong. Das geht wie geflutscht hier. Jetzt werden wir als nächstes diesen Barrel Blast Kurs machen. Ja, dieses... Ja, die Parts hier... Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich nehme jetzt immer so lange auf, wie ich gerade Lust dazu habe. Wenn ich Lust habe, Donkey Kong zu spielen, dann habe ich Lust, Donkey Kong zu spielen. Und bam, up in the sky. I wanna fly so high. Und ich weiß nicht mehr, wie das Lied ging. Mit diesem Fly so high. Hier geht's auch mal was zu sammeln. Na, verdammt, verfehlt. Ich hoffe, das wird nicht so ein Desaster wie beim letzten Mal, als ich das hier auch versucht habe. Yeah, Donkey Kong. Ich werde jetzt nochmal hoch, damit ich auch noch die letzten 5 Bananen kriege. Ja, wir wissen es. Zeig uns das Intro. Also beim letzten Mal habe ich Versuche gebraucht, um die letzten Bananen zu bekommen. Nein. Noch einmal bitte. Das war Versuch Nummer 2. Hier kommt Versuch Nummer 3. Von Erfolg gekrönt. Yep, von Erfolg gekrönt. Jetzt
bekommen wir auch diesen lustigen Jingle und können uns voll freuen, dass wir 100 Bananen haben. 100 Bananen, was man damit alles machen könnte. Stocken wir nochmal unsere Vorräte an Munition auf. Denn jetzt werden wir uns der letzten Banane hier widmen. Dazu brauchen wir ihn hier, Mr. Maestro, den Typ mit den gelben Haaren. Gucken, ob wir ihn mit einer Melone oder Orange umnieten können. Stirb! Sagt er, stirb! Also entweder hält er einfach nur 4 aus. Nein, okay. Das war's dann auch schon. Jetzt haben wir dieses coole kleine Dingens bekommen. Guck mal, hier ist der Typ mit den lila Haaren. Und was haben wir hinten noch Schönes? Eine Wespe. Und ein Gebiet, in das wir nicht rein können, weil wir keine Federn verschließen. Ja. Das war's dann. So, dann werden wir jetzt noch unsere letzte Banane abholen bei Snides Hauptquartier. Denn der gute Snide ist gut. Ja, der ist ziemlich cool. Ich mag Snide irgendwie. Also er ist zwar eigentlich ein Verräter und ein hinterlistiges Frettchen. Er ist Riesel oder so. Ne, er ist zumindest so ein hinterlistiges Vieh. Eigentlich. Er ist sowas wie der Doppelagent. Das wird er uns aber gleich noch erklären.